Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben's Battle Club. Und So. Von Ben's Battle Club. Erzähl niemanden von Ben's Battle Club. Ja, da waren aber schon ganz schön viele Leute drin, wenn das nicht erzählt wird. Damit. So, gut. Heute mit einem 6 gegen 6 Kampf gegen den Pete. Ja, was hat denn der Pete so mit? Magst du es mal Pete sagen? Hat ein Heat-Ran. Ein Finsir, ein Latias, ein He, ein Meistergriff. Meistergriff, genau, ein Turtok und ein Cesorio. Jetzt ist mir nur der englische Name an Nord eingefallen für das Viech, deswegen ja. War ich gerade etwas stockend. Kunkel Dur ist das. Ja, genau. Ja, und ich habe mit ein Kapilz. Ja, genau. Was ist los? Ein Nachtara, Tromborg, Geowatz, Elisat und Fiaro. Hurra! Ja, hurra! Du meinst Hot Wings. Ja, Hot Wings. Nee, du nimmst den Namen nicht. Ich glaube, den Namen werde ich nehmen, ja. So, der Pete. Du musst übrigens mal den Ton noch anmachen. Ja. So. Das ist ein bisschen laut. Ja, das passt schon. Da geht's los mit Shiny. Ja. Und Shiny. Yay, Rotlaub und so. Rotlaub ist ja so ein bisschen mein Sorgenkind. Muss ich ja sagen, weil Rotlaub ja, kommt irgendwie nicht immer so zum Zug, wie er gerne möchte. So, Cesorio ist eingepennt. Und ja. Du vergiftest dich? Da kommt der Toxikopf. Ja, natürlich. Also die Taktik baut darauf auf, dass der Gegner wirklich schläft, oder? Weil, ja, muss. Ist auch ein frohes Kapilz. Da kommt Kopfnuss. Ja. Das ist auch ein witziger Name. Geh weg. Ob es die Attacke auch hat? Könnte sein. So, auf jeden Fall kommt er erstmal mit meinem Aufheber. Und ich dachte mir, na, ich habe ja einen Delegator und dann kommt der Power Punch. Yay. Also und jetzt zeigt Kappels tatsächlich mal sein Potenzial. Uiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Adios, Heatran. Und das ist übrigens der erste Kampf, wo Rotlaub mal so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Jinxgar. Ja. So shiny. Und tschüss, Rotlaub. Bis später. Da kommt mein Sau. Da, ich liebe das. Ich liebe das Vieh. Ja, Psycho-Schock geht natürlich daneben. Bei den ganzen Evoli-Shinies haben sie voll übertrieben. Hier grünes Psyana, Lila, Aqua, da, bla. Und da haben sie es ganz dezent gehalten. Einfach nur, dass die Streifen ändern, das sieht übrigens gut aus. Ja. Hätten das Viech ja auch rosa machen können mit gelben Streifen oder so. Das stimmt. Aber nein, da haben sie sich mal für was Gutes entschieden. Ja. So, Sau boostet sich mit Fluch und er hat ja den Draco-Meteor rausgehauen. Und ich habe natürlich die Überreste drauf. Ja. Und jetzt zieht er zurück. Jetzt zieht er zurück. Und zwar auf Clouds Nase. Yay! Seine Clown-Nase. Auch geil. Jetzt verstehe ich das erste Mal. Ah, okay. Ja, weil er so eine Nase hat. Also. Genau, genau. Einfach nur wegen der Nase. Ich hätte noch Ziegenbärtchen nennen, genau. Oder so, Kopfgeschwür, keine Ahnung. Ja, Klaunase hat den Abschlag. Oder Aderproblem. Was? Ich finde, das sieht aber aus, hätte der so Adern. So. Das sind diese komischen Streifen. Ja, und ich glaube, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, weil ich glaube oder ich vermute, dass Meistergriff das Adrenalin hatte und ich habe ihn ja jetzt vergiftet. Ja. Demzufolge habe ich ihm da, glaube ich, echt einen Gefallen getan. Da kommt der Ableit-Hieb. Durchaus. Und. Ja, manchmal hat man halt nicht alle Fähigkeiten so im Kopf, ja. Gut, mit Adrenalin. Ich glaube, es kann noch hohe Gewalt haben. Nee, Hauptlos. Nee, irgendwas. Nee, hohe Gewalt. Ja. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass es den Adrenalin hat. Das. Ja, das hat es. Oder das Adrenalin. Ja, da kommt natürlich nochmal der Ableit-Hieb. Ja, gut, ich sag mal so. Vergiftung ist ja, beziehungsweise ist ja nie schlecht, sag mal es mal so, weil es ja immer mehr tickt. Ja, wenn trotzdem jetzt, schade um Sau. Ja, trotzdem schade um Sau. Aber zieht halt jetzt schon ganz ordentlich an. Mhm. Und da kommt Rotlaub wieder zurück. Was hätte ich denn dabei gedacht? Tja, keine Ahnung. Achso, er zieht zurück. Alles klar. Gut. So, da kommt Ninja. Der wieder schläft. Der wieder schläft. Wir sind jetzt immer noch. Ach stimmt, ich hole meinen Delegator wieder raus. Stimmt ja. So, ich denke mal, dass er möchte, dass Cesorio wieder aufwacht. Ja. Aber er holt es tatsächlich zurück. Vielleicht hat er sich auch noch verklickt. Könnte natürlich auch sein. Und Schildi kommt. Da kommt Schildi. Auch
Shiny. Ja, Shiny Turtok finde ich cool. Ja. So, da kommt wieder der Power Punch. Grün wäre witzig gewesen. Schildkrötengrün. Das ist ja der Panzer hinten. Der ist ja richtig Schildkrötengrün. Ach so? Ja. Ja, das sehe ich ja gerade nicht. Red dich mal um Turtok. Mach mal Turbodreher. So. Aber Turtok hat jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ja. Kommt auch wieder zurück. Ja, weil da werden die Samenbomben. Und dann kommt Zangenvieh. Pinsir. So, und Überbrückung. Jetzt kommt mal mit dem Powerpunch. Pinsir wird auch in dieser Generation nicht schöner. Nee, leider nicht. Und Brunz. Das tut trotzdem weh. Das zieht immer gut ab, ja. Also Kapil. Ja, ich sag halt, wenn Rotlaub mal das machen dürfte, was er machen darf, dann ist der auch verdammt gut. So, da kommt Geobatz. Ops. Hui. Und da kommt das Mega Pinsir. Und Geobatz wird von Nee, ich mag aber den Namen Geobatz eigentlich. Und da kommt die Rückkehr. Ja, das ist natürlich gemegat. Und ja, gut. Juckt jetzt das Geobatz nicht. Allerdings kommt da der Schwertanz. Und ja, ich hol mal die Tarnsteine raus. Weil ich dachte, na, dafür ist ja Geobatz eigentlich da. Soll ja eigentlich nur die Tarnsteine rausholen. Mehr soll es wirklich eigentlich nicht machen. Ich dachte, es soll doch so ein bisschen gegen Fiaro oder so. Nee, dafür ist es zu langsam. Und ich meine, dass es so einen Sturzflug erstmal aushält und dann irgendwas eine Steinattacke bringt oder so. Ja, gut. Aber dafür ist Geobatz wenigstens eigentlich zu gut. Da kommt auf jeden Fall Jet Sky zurück. Das ist mal schade durch die Steine, also da hat ja Geobatz wenigstens ein bisschen ein Andenken hinterlassen. Und ich glaube, Pinsir ist jetzt auch schon tot, weil es zieht ja die Hälfte ab. Und ja, das dürfte dem Pinsir ordentlich wehtun. Und Latios ist auch schon fast hin, da kommt natürlich nochmal der Sturzflug von mir. Selbstbestimmt. Und hätte ich aber nicht gedacht, dass das an Latios viel Schaden macht. Tja. Tatsächlich. Ich kenne mich bei Latios gerade nicht so aus. Ich habe zwar letztens ein sehr gutes bekommen, mal in der GTS, da war ich ja sehr glücklich. Aber mit den Werten habe ich mich trotzdem noch nicht so auseinandergesetzt. Ja. So, da kommt natürlich Turtok. Natürlich Turtok. Natürlich Turtok. Das ist irgendwie eine Serie. Ja. Schauen Sie, natürlich Turtok. So, und Sturzflug natürlich. Ach stimmt, der Turtok sieht sich aus. Ja, sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Also ich mag das normale Turtok, ich mag aber auch das Shiny Turtok. Sieht sehr gut aus. Natürlich so, Turtok. Schalten Sie nicht so egal. Ja, das Problem, was er jetzt, glaube ich, hat, ist, dass das alles so ein bisschen angekratzt ist. Ja, und da kommt Pinsir und tschüss. Na ja. Ja, durch diesen Flugtyp, der da noch dazu kommt. Genau, es ist halt sozusagen das Problem, dass das gebildet wurde. So, und dann kommt jetzt natürlich Meister Griff. Hat noch die meisten KP, allerdings ne Sturzflug! Jupp! Jung! Tschüss, Siebenbärtchen. Tschüss, Siebenbärtchen, mach's gut. Ja, Yaho ist nicht aufzuhalten gerade. Fiaro ist recht selten aufzuhalten. Also man kann es, aber wenn es erstmal dabei ist und sich dann noch heilt mit seinem Gedöns. Ja. So. Und dann der Gegner schläft, also. Ach, ich setze tatsächlich einen Flammenblitz. Ja. Ich dachte, ich komme nochmal mit dem Ruheort. Aber okay. So. Und das hält sogar aus. Das ich glaube, er hatte gesagt, er hat es sogar defensiv ausgelegt. Ja, genau. Also zum Beispiel Balki. So, und dann kommt der Eisenschädel. Und er ist wach geworden. Und das reicht allerdings nicht. Schade. Ich glaube, Cesurio ist jetzt auch sein letztes. Warum habe ich da einen Sturzflug gemacht? Das weiß ich nicht. Ach, ich glaube, weil er sonst mit Tiefschlag gekommen wäre. Genau. Kann auch sein, dass du dachtest, das reicht. Nee, ich glaube, er wäre tatsächlich mit einem Tiefschlag gekommen. Aber du hast auch überlebt. Ja, allerdings kommt er der Knock-Off. Knock-Off! So. Also eins aus der fünften Gen. Mit Move-Totorn. Ja. So, dann sehen wir sein. Aber ja, das Cesurio pfeift aus dem letzten Loch. Und dann hol ich Franck rein. Und Franck darf mal finishen. Mit Surfer. Surfer zum Gut. Wen hast du jetzt noch? Trombok hat noch gelebt. Stimmt. Wir gucken gleich mal. Ja. Wenn ich sehe, weiß es.
Trombok. Trombok, ja, stimmt. Und Karl Pilz hat, glaube ich, auch noch gelebt. Ja. Ich glaube, er hat sich da wirklich verklickt, als er das Zizuru da nochmal reingeholt hatte, was er dann gleich wieder ausgewechselt hatte vorhin mal. Das kann gut sein, ja. Das war ein bisschen schade. Ja, war ein bisschen schade. Aber trotzdem ein guter Kampf. War ein trotzdem schöner Kampf und endlich durfte Rotlaub mal zeigen, was er drauf hat. Ja. Super. Hat überraschend gut funktioniert. Eine total komische Nase in diesem kleinen Sprite. Obwohl Kappen ist eigentlich recht süß, das muss man sagen. Na gut, liebe Leute, das war Ben's Battle Club für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt doch ein Däumchen nach oben. Teilt das Video an alle Pokémon-Begeisterten, die ihr so kennt. Wenn ihr das nicht schon getan habt. Schreibt einen Kommentar, wie ihr fandet ihr den Kampf. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.